Unwirtlich und lebensfeindlich zeigen sich die hohen Tauern an diesem Hochsommertag. Es ist kein gutes Wetter für die Feldforschung, denn die Tiere verkriechen sich. Aber wieder haben sich 80 Experten zum Tag der Artenvielfalt im Nationalpark Hohe Tauern versammelt und nehmen diesmal in Kleingruppen das obere Maltatal unter die Lupe. Alpines Forscher erleben, nimmt das Wetter, wie es ist. Die Biologin Inge Illich ist Spezialistin für Heuschrecken. Der bunte Grashüpfer Omocestus viridulus. Ein frisch gehäutetes Weibchen ist es. Woran siehst du das jetzt so schnell, dass das ein frisch gehäutetes Weibchen ist? Ja, weil die Flügel voll ausgebildet sind. Und die Flügel, die sind wichtig zum Zirpen. Und das ist ja das Besondere bei den Heuschrecken, dass die mit Hilfe der Beinchen und des Flügels eine Musik erzeugen, also einen Ton von sich geben. Und das Tolle bei den Heuschrecken ist, dass jede Art unterschiedlich zirpt. Und man kann anhand des Gesanges, genauso wie bei den Vögeln, die Art feststellen, ohne dass man sie sieht. Der erste Fund ist an sich noch nichts Besonderes, aber bemerkenswert an so einem Tag auf 2000 Metern. Ambros Eichhorn ist ehemaliger Biolehrer und Pfarrer. Hochgeachtet in der Szene als der Hummelpapst schlechthin. Duftet so gut. Kein Flugwetter eben. Auf dem Papier haben wir nur zwei Hummelarten von dieser Gegend hier. Und in Wirklichkeit müssen das viel, viel mehr sein. Und wir müssen da suchen gehen und die Blumen finden zuerst. Kommt es darauf an, wie lang ist die Zunge der Hummel und wie tief ist die Blüte. Und bei kleinen Blüten sind oft kleine Hummeln, weil die kürzere Zunge haben und dann brauchen sie die kleinen Blüten da. Es ist höchst interessant, wie das geht. Am längsten ist die Zunge der Eisenhuthummel, 2 Zentimeter. Darum geht es, an einem Wochenende im Jahr ein Hochtal möglichst genau zu untersuchen und alle Tier- und Pflanzenarten zu erfassen. Was man weiß, zwei Arten kommen da sicher vor. Und möglicherweise sind in den letzten 30 Jahren auch aufgrund des Klimawandels schon Arten höher gestiegen. Also man könnte da schon noch einiges erwarten, aber wie gesagt, da müsste wirklich ein heuschreckenfreundlicheres Wetter sein momentan. Es sind Ausläufer eines Sturmtiefs, die erst recht spürbar machen, wie schwierig die Lebensbedingungen hier sind. Im Klein-Elendtal, nahe der Osnabrücker Hütte, reicht der Lebensraum bis hinauf zur Höhenstufe der Gletscher um die Hochalmspitze. Mit 90 ist der Hummelpapst immer noch geländegängig und unverwüstlich unterwegs. Gebirge ist natürlich für mich sowieso sehr wichtig, weil ich so steil aufgewachsen bin an einem Bergbauernhof, wo man fast Steigeisen braucht. Der Vater hat mit Steigeisen das Hochgebirgsmaat gemäht. Und jetzt hat Ambros Eichhorn Glück. Möglicherweise handelt es sich um Bombus sichellii, die Sichelhummel. Mit spezieller Ausnahmegenehmigung dürfen sie das Tier einfangen. Wo nimmst du die jetzt mit? Sie ist drinnen. Die muss sie studieren und die hat auch kein Nest mehr. Die hat kein Zuhause. Deshalb kann ich sie da noch genauer für Experimente zu Hause weiter füttern. Aus dem Kellerzimmer, da habe ich Volieren. Und da muss man halt immer mit Futter machen, jeden Tag. Wie ich in der Volksschule war in St. Johann in Bongau, Kriegszeit. Und da habe ich müssen Heu machen und da habe ich Hummeln fliegen gesehen und habe die beobachtet als Volksschüler. Und habe mir dann Kistchen gebaut und da Nester hineingegeben. Mein Vater hat die auch sofort gefunden. Er hat mit Bienen angefangen, ich wollte auch Bienen haben. Und er hat gesagt, du bist zu klein, du kannst mit Hummeln anfangen. Ich habe mir so Kistchen gebaut und es gab kein Buch und niemand war da zu fragen. So ist Ambros Eichhorn damals eben selbst zum Forscher geworden. Mit der Kollegin Elisabeth Koder sucht er jetzt in der hochalpinen Tundra Büschel des Tauerneisenhuts ab.
Die Diebshummel, die heißt deswegen so, weil sie die Blüten, in dem Fall ist es der Eisenhut, von hinten her anbeißt und den Nektar stiehlt. Viel mehr Leben als es scheint, verbirgt sich in dieser kargen Landschaft, kurz unter der alpinen Fels- und Eiswüste. Das ist die sibirische Keulenheuschrecke. Ganz ein interessantes Tier, was praktisch nur in den Gebirgsregionen lebt. Die können mit Bedingungen umgehen da herum. Das ist für solche Wesen schon bewundernswert, wenn zum Beispiel im Sommer eine Schneedecke drauf ist, die oft 2-3 Tage liegen bleibt, die überleben das und haben das über Generationen und Jahrtausende geschafft zu überleben. Und das ist schon erstaunlich, was die Natur, die Evolution, wie sich diese Sache so entwickelt hat. Gerade das Gebirge mit dem kurzen Sommer und dem langen Winter bringt einzigartige Tier- und Pflanzenarten hervor, die widerständiger sind und hochspezialisiert. Die alpine Feldforschung koordiniert der Leiter vom Haus der Natur in Salzburg, Patrick Groß. Dort werden auch die Daten gesammelt. Nach 1,5 Tagen Suche treffen sich die Forschergruppen zur Bilanz. Auch wenn die genaue Auswertung noch Monate dauern wird, sind alle zufrieden. Der Ambros Eichhorn, und vielleicht willst du da kurz darüber berichten. Die Zeit war kurz, das Wetter war schlecht, aber die Vegetation im Gebirge da ist für die Hummeln sehr gut. Weil das Wetter weiter unten im Maltertal besser geworden ist, suchen sie noch einmal eine Naturwiese ab. Und am Ende kommt der Hummelpapst Ambros Eichhorn mit seiner Assistentin Elisabeth Kroder auf eine stattliche Sammlung. Ich bin sehr überrascht, dass wir doch 10 verschiedene Hummelarten gefunden haben. Das ist zwar eigentlich das, was ich mir da erwartet hätte, aber nicht bei dem Wetter. Die ursprüngliche Artenliste, die wir vom Nationalpark bekommen haben, da waren 2 Arten drauf. Eine davon, nämlich die Pyrenäus, die haben wir nicht gefunden. Aber wir haben praktisch noch 9 andere gefunden. Und das ist erfreulich. Und ich denke, das ist für den Nationalpark auch sehr gut. Und Patrick Roos gelingt noch eine Entdeckung. Das kleine Ochsenauge. Das ist ganz selten zum Beispiel. Und da sieht man eben die Unterschiede. Die Zeichnung ist ein bisschen anders unten. Die ist nicht so markant wie beim großen Ochsenauge. Und dann auch ganz typisch sind auch diese 2 Augen, die das Weibchen hat beim kleinen Ochsenauge. Ja. So wächst mit den Tagen der Artenvielfalt das Wissen um den extremen Lebensraum Hochgebirge. Die sind so wichtig, weil wir noch immer sehr wenig wissen über die Natur. Auch über Schmetterlinge unter Umständen. Ja, dieser Vorkommen, ich glaube, der war nicht bekannt. Den lassen wir jetzt frei, den schmeiße ich einfach so in der Luft und er fliegt weg. Zack. Hast du das gehabt? Eine Momentaufnahme aus der Vielfalt des Lebens am Berg.